Guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß, ich sehe voll zerstört aus. Ich bin heute aufgewacht und habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich habe drauf gepinkelt und sofort zwei Striche. Ich habe nicht mal zwei Minuten gewartet. Moment, ihr könnt das noch nicht erkennen. Bickle, Aschken, Bickle. Gehst du dir den Bickle? So. Da, da sind zwei. Schatz. Ja, okay. Genau, zeig das mal. Zwei Striche. Also ich denke mal, das ist eindeutig. Ich hätte niemals gedacht, dass es jetzt beim zweiten Mal sofort klappt. Und ich weiß gerade nicht, wie ich reagieren soll. Also ich freue mich natürlich, aber da darf man nichts erfahren. Wow. Baby. Ja. Ja, ich werde jetzt aber noch nicht zum Arzt gehen, erst übermorgen oder so. Boah, ist ja so zerstört aus. Aua. Ja. Aua. Krass. Das ist richtig eindeutig. Hä? Baba. Nein, nicht Baba zeigen. Lulu? Übrigens ist heute der, wie vielte? Der 20. März. Oh. Hi ihr Lieben, ich habe heute einen positiven Schwangerschaftstest gemacht. Ich gehe jetzt mit Lena kurz einkaufen angeblich. Ich habe gerade gesagt, dass wir kurz baden gehen. Und ich wollte dem so eine kleine Box vorbereiten. Aber ich zeige euch das gleich, wenn wir gleich wieder zu Hause sind. Der darf mich jetzt auf keinen Fall hören. Also bis gleich. So ihr Lieben, ich habe jetzt das Paket fertig gemacht. Einmal diese Box, dann ist da so ein Set drinnen. Moment, ich muss das kurz aufpacken. So, dann sind hier so kleine Schnuller drinnen. Und der Schwangerschaftstest mit dem Buddy. So, da bin ich mal gespannt, wie er da reagieren wird. Guck mal, was machst du da? Was? Komm jetzt zurück. Wollen wir nicht geben? Und Hirte? Yes. Was ist das? Was ist das? Ja, musst du aufmachen. Nina! Nina, du lander Hena! Hey, Lava Games, Dein Ernst? Ja. Du lügst. Walla. Walla, du lügst. Ich schwöre. Dein Ernst? Ja. Au. Alter, leck mich am Arsch. Ja. Habt ihr noch Spaß? Dachte, ich mach Spaß. Dachte, ich mache Spaß. Boah, das ist so schön. Du wirst zum zweiten Mal, Papa. Du auch, Mama. Ich liebe dich. Ich auch. Lina, was wünschst du dir? Deine Schwester oder dein Bruder? Ha? Lina! Boah, die sind voll am Zittern. Hast du da was gemacht? Boah, du Idiot. Wann hast du das gemacht? Heute Morgen. Ja, ich habe ja meine Tage nicht bekommen. Ich sollte gestern kriegen. Ich habe sogar zwei gemacht. Hallo, warum hast du dann gesagt? Ich wollte gucken, wie du reagierst. Ah. Ey, nicht in deinen Mund! Was willst du denn haben? Hm? Hm?
Willst du pink oder blau? Warte, warte. Such dir einen aus. Du willst beide? Ich hoffe, es ist kein Zwilling, ja? Oh, Baby. Du hast drauf gepisst. Sag. Ich musste dir das heute zeigen, weil nach 24 Stunden geht diese Schlucht weg. Krass aber, ne? Hey, Lina! Das ist kein Essen. Hey. Ich kann nur das. Hey, nimm das weg. Süße. Krass, wie klein, ne? Hast du das gerade geholt? Klein, ne? Lina. Passt bestimmt Linas Dingenspuppe. Das wird jetzt ernst. Wie ernst, glaubt? Ne? Aber hat jetzt sozusagen am ersten Mal geklappt, ne? Weil das richtige erste Mal war ja nicht geplant. Oh, soll ich dir ein Überraschungsei geben? Nein, hör auf mit Überraschungen. Lina, willst du ein Baby? Nein. Nein. Ich muss jetzt zum Frauenarzt, ne? Hier ist wieder zum gleichen Frauen. So, ihr Lieben, Aurel ist jetzt auf der Arbeit. Ja, ich habe es ihm jetzt gesagt und ich habe es eigentlich auch heute Morgen erfahren. Aber ich wollte ihm das so schnell wie möglich sagen, weil ich kann eigentlich nichts verheimlichen und ja. Ich war ein bisschen überwältigt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so reagiert. Bei Lina war das ja komplett anders. Ne? Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Naja, umso mehr freut es mich, dass es ihn gefreut hat. Und ich hoffe, ihr begleitet mich, uns auf diesem Weg in der Schwangerschaft. Ja, ich hoffe, wir haben eine schöne Kugelzeit mit Lina zusammen. Und ja, ich hoffe, wir bringen ein gesundes Baby zur Welt. Das ist ja das Wichtigste. Genau. Ansonsten, weil ich jetzt nicht was sagen soll, ich habe jetzt genug geweint, deswegen weine ich nicht mehr. Ich habe die letzten Wochen echt sehr, sehr viel geweint. Lina wurde noch letzte Woche operiert, wenn ihr das seht hier. Und ja, das ist so eine Nachricht, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und das hat sehr gut getan. No. Ich kann es irgendwie immer noch selber nicht realisieren. Ich muss erstmal zum Arzt und gucken, ob auch alles gut ist. Aber ich werde erst Donnerstag, denke ich mal, zum Arzt gehen, weil Donnerstag hat auch der frei. Also Donnerstag oder Freitag, aber wir haben hier schon Dienstag. Und ja, man wird hier jetzt eh noch nichts sehen. Ich bin ja momentan in der 5. Schwangerschaftswoche. Man sieht, glaube ich, erst ab der 8. oder 9. was. Aber natürlich muss ich Blut abgeben und dann schauen die, ob da was ist. Aber ich habe 2 Schwangerschaftstests gemacht, also ich denke nicht, dass das jetzt nicht der Fall sein sollte. Ja, ich hoffe, ihr begleitet uns, wie gesagt, auf unserem Weg. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, hoffen wir, dass ihr uns abonniert. Auf Gefällt mir direkt, wenn ihr euch mit uns zusammen freut. Ja, und ich bedanke mich schon mal für alle Glückwünsche von uns. Und hoffe für jeden, der da draußen schwanger werden will, dass es so schnell wie möglich klappt. Wie es bei uns geklappt hat, werde ich euch in einem anderen Video erzählen. Und ja, was wir gemacht haben und was nicht. Genau. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Many years, too many tears on your pillow, on your pillow.